Detox auf körperlicher, aber auch auf psychischer Ebene ist im Ayurveda die Grundlage jeglicher Therapie und sozusagen das Fundament für ein glückliches und gesundes Leben. In diesem Video habe ich dir bereits erklärt, warum eine Detox-Kur gerade in den Übergangsphasen der Jahreszeiten, zum Beispiel im Frühling oder auch im Herbst, sinnvoll sein kann und wie du durch eine leichte Kost deinen Körper unterstützen kannst. Schau hier gerne mal vorbei. Aber ab und zu braucht auch mal dein Geist eine kleine Auszeit, denn mentale Dauerbelastungen sowie Stress können dich aus dem Gleichgewicht bringen und das kann deiner Gesundheit schaden. Und heute gebe ich dir mal ein paar Inspirationen mit, wie du dir vielleicht eine kleine Ayurveda-Auszeit am Wochenende gestalten kannst. Viel Spaß! Unabhängig von deiner persönlichen Konstitution würde ich es uns allen empfehlen, dass wir darauf achten, unser Vata in Schach zu halten. Wenn du mehr über die drei Doshas erfahren möchtest, dann schau gerne mal bei diesem Video vorbei. Ich glaube, das ist sehr hilfreich, um das Folgende jetzt besser zu verstehen. Denn Vata, dieses Dosha, wird als Hauptverursacher für viele Volkskrankheiten in unserer Zivilisation betrachtet. Vata ist ja das luftige, hektische Element und das finden wir leider sehr viel in unserem modernen Alltag. Stress, Lärm, Reizüberflutung sind bei uns leider keine Seltenheit. Nicht nur, dass wir leider häufig unsere Ernährung vernachlässigen, auch unser Geist wird meistens sehr überstrapaziert. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir uns hin und wieder etwas Ruhe gönnen, um einfach diesen Belastungen im Alltag entgegenwirken zu können. Und deswegen gibt es jetzt meine 5 Tipps für deine Ayurveda-Auszeit am Wochenende. Der erste Tipp ist, dass du dir etwas Leckeres kochst, was nicht nur deinen Körper nährt, sondern eben auch deinen Geist, damit du einfach wieder zu mentaler Stärke findest und auch natürlich Harmonie. Und hier bietet sich zum Beispiel die sattwische Ernährung an. Vielleicht hast du das schon mal im Zusammenhang mit Yoga gehört, denn viele Yogis, die ernähren sich sattwisch. Und das bedeutet einfach, dass der Geist entlastet wird und wir quasi auch unseren Geist auf ein höheres Level bringen können. Die sattwische Ernährung ist eine sehr vitalstoffreiche und frische Nahrung. Man legt hier sehr viel Wert auf Gemüse und Obst, gerne auch die süßen, frischen Früchte und weniger eben diese verarbeiteten Lebensmittel und auch Fleischprodukte. Darauf verzichtet man bei der sattwischen Ernährung, denn hier spielt auch der ethische Aspekt eine große Rolle. Außer aus gesundheitlichen Gründen wird Fleisch empfohlen. Das wird im Ayurveda eher wie eine Art Medizin eingesetzt. Und als Nachtisch eignet sich zum Beispiel auch ein süßer Obstsalat aus saisonalem reifem Obst. Das ist ganz wichtig, denn noch sehr grünes Obst, was noch nicht ganz fertig ist, das wird im Ayurveda eher gemieden, da das einfach nicht so gut verdaubar ist. Und mein zweiter Tipp sind die Entspannungstechniken, wie zum Beispiel die Meditation. Und wenn du damit bisher noch keine Berührungspunkte hattest, ist das gar kein Problem. Denn es gibt im Internet super viele geführte Meditationen, die dich einfach anleiten in diese Art der Entspannungstechnik. Und wenn das nichts für dich ist und wenn du denkst, ah, so lange stillsitzen, das kann ich nicht, ist auch kein Problem, denn es gibt mittlerweile sogar Gehmeditation. Das heißt mittlerweile, das gibt es schon seit vielen tausenden Jahren. Und das ist vielleicht auch ein toller Einstieg, wenn du dich erstmal herantasten möchtest. Und eine weitere tolle Möglichkeit, um nicht nur den Körper zu entspannen, sondern auch den Geist ein wenig herunterzufahren und sich zu erden, ist zum Beispiel auch Yoga. Ich bin persönlich ein riesiger Yoga-Fan und deswegen gibt es hier in meinem Ayurveda Tagebuch auch ein Yoga-Video von mir. Schau da gerne mal vorbei. Yoga bietet einfach eine tolle Möglichkeit, wie du dich wieder mit deinem Körper und auch mit deinem Geist verbinden kannst. Yoga hat ja auch sehr viel mit der Atmung zu tun und ich finde, das bringt einen immer wieder in das Hier und Jetzt. Mein dritter Tipp zum Thema Auszeit am Wochenende ist, einfach mal wieder ein Buch lesen. Ganz egal, ob es sich jetzt um einen Roman handelt oder vielleicht auch ein Buch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Es geht einfach darum, dass du dir einen Moment der Ruhe nimmst, um auch wirklich mal deine Gedanken auf etwas anderes zu fokussieren als auf deinen Alltag. Ich finde, beim Lesen kann man einfach auch super gut abschalten und auch so dieses Gedankenkarussell mal ein bisschen leiser stellen. Und außerdem fördert Lesen natürlich auch noch die Kreativität und du kannst durch einen Roman auch wunderbar in eine andere Fantasiewelt eintauchen. Was gibt es Schöneres als das? Und wenn du nicht in eine andere Welt abtauchen möchtest, sondern lieber mal in deine eigene Gedankenwelt hineinschauen möchtest,
Dann kommen wir jetzt schon zum vierten Tipp, nämlich das Journaling. Beim Journaling oder auch Tagebuch schreiben oder Gedanken sammeln geht es genau darum, dass du mal in deinen Kopf reinschaust und deine Gedankenwelt einfach ein bisschen sortierst und aufschreibst. Und das hilft mir persönlich auch immer, um einfach Dinge besser zu verarbeiten, um das aufzuschreiben, niederzuschreiben und auch loszuwerden. Denn wenn du Dinge, die du erlebt hast, nicht richtig verdaust und verarbeitest, entsteht laut dem Ayurveda auch mentales Armer. Das Thema kennen wir ja schon von der Verdauung, dass wenn du da etwas nicht richtig verdauen kannst, dass sich das auch im Körper ansammeln kann. Und das gibt es eben auch in der mentalen Variante als das mentale Armer. Angesammelte Wut oder Trauer, Kummer und Sorgen, die können dich aus dem Gleichgewicht bringen und langfristig auch zu mentalen Krankheiten führen. Und deswegen schnapp dir doch gerne mal so ein Tagebuch oder Journalingbuch und schreib mal deine Gedanken nieder, egal ob es jetzt um Vergangenes geht oder deine zukünftigen Sorgen oder auch Träume oder auch eben einfach die Momente, die du hier und jetzt gerade erlebst. Um mich mit der Gegenwart zu verbinden, hilft es mir auch immer sehr, wenn ich in die Natur gehe. Und da wären wir auch schon beim Tipp Nummer 5, denn für mich gehört bei einer Ayurveda-Auszeit am Wochenende auf jeden Fall ein Spaziergang an der frischen Luft dazu. Ich persönlich kann mich in der Natur einfach am besten erden und auch so mein Inneres irgendwie finden. Also bei mir ist der Kopf einfach viel klarer, wenn ich in der freien Natur bin. Und das passt ja auch zu dem Ziel im Ayurveda, dass man sich stets versucht, mit der Natur zu verbinden und mit ihr im Einklang zu leben. Und außerdem hilft so ein Spaziergang natürlich auch, um das Vata-Dosha zu reduzieren, denn so können wir mal den ganzen Reizen aus unserem Alltag entfliehen und einfach nur ja, die Naturgeräusche genießen, sei es jetzt an einem Fluss, auf dem Feld oder in einem Wald. Und wenn du noch einen Schritt weitergehen möchtest und mal komplett für ein Wochenende oder eine längere Zeit mal abschalten magst, dann gibt es ja noch die Option einer Ayurveda-Kur oder Reise. Raus aus dem Alltag und dem gewohnten Umfeld und einfach mal Zeit für dich und deine Gesundheit. Klingt gut? Na dann schau doch gerne mal auf der Website von Neue Wege Reisen vorbei. Egal, ob du jetzt eine medizinische Kur suchst oder eine präventive Kur, um deine Gesundheit zu stärken oder auch eine regenerative Kur. Ich bin mir sicher, du findest bestimmt dein passendes Reiseziel. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass ich dir mit diesen Tipps weiterhelfen konnte und dir vielleicht die ein oder andere Inspiration schenken konnte für deine Ayurveda-Auszeit am Wochenende. Für Anregungen oder Anmerkungen ist unten die Kommentarbox verfügbar. Also ich freue mich, wenn du mir schreibst. Und ansonsten sehen wir uns dann ganz bald wieder hier in meinem Ayurveda-Tagebuch. Bis dahin, alles Liebe, deine Lisa.